Bundesjustizminister Marco Buschmann droht der Plattform Telegram mit Zwangsvollstreckung und Strafverfolgung auch außerhalb der EU. Für den Messenger-Dienst mit Sitz in Dubai gelte, wie für andere sozialen Medien, auch deutsches Recht, so der FDP-Politiker. Telegram müsse daher auch einen Ansprechpartner für deutsche Behörden benennen, wenn auf der Plattform zu Straftaten aufgerufen wird, etwa wenn sogenannte Feindeslisten veröffentlicht werden. Bislang komme Telegram dieser Verpflichtung nicht nach, sagte Buschmann der Rheinischen Post und dem Bonner Generalanzeiger. Das Bundesinnenministerium hat offenbar Kontakt zur Konzernspitze von Telegram herstellen können und danach habe es vergangenen Mittwoch ein konstruktives Gespräch gegeben. Das soziale Netzwerk erklärte größtmögliche Kooperationsbereitschaft mit den deutschen Behörden. Erstmals seit der Bundestagswahl liegt die Union in der Wählergunst wieder vor der SPD. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage. Und die Sozialdemokraten, die verlieren demnach 4 Punkte, kommen also nur noch auf 22%. Die Union legt dagegen 4 Punkte zu, käme jetzt auf 27%. Grund dafür sei eine wachsende Unzufriedenheit der Bundesbürger mit der Ampelkoalition. Bei den anderen Parteien gibt es dagegen kaum Verschiebungen. Die Grünen kommen unverändert auf 16%. Die FDP verliert einen Punkt auf 10%. Die AfD legt um einen Punkt auf 12% zu. Die Linke könnte unverändert mit 5% rechnen. Die sonstigen Parteien haben zusammen 8%. In Österreich ist die Corona-Impfpflicht nun endgültig beschlossene Sache. Auch der Bundesrat stimmte dem Gesetzentwurf mehrheitlich zu. Die Impfpflicht könnte schon am morgigen Samstag in Kraft treten. Österreich ist damit das erste Land der Europäischen Union mit verpflichtenden Impfungen für alle Erwachsenen ab 18 Jahren. Wer sich nicht impfen lässt, muss ab Mitte März mit einer Strafe von bis zu 3.600 € rechnen. Das Containerschiff, das vor der Nordseeinsel Wangerooge auf Grund gelaufen ist, nun ist es wieder frei. Im zweiten Versuch konnte das Havariekommando die 400 Meter lange Mumbai-Maersk freischleppen. Allerdings nur mit 2 starken Hochsee- und 6 Assistenzschleppern konnte das Schiff aus dem Wattenmeer befreit werden. Seit Mittwochabend saß der Frachter im flachen Wasser fest. Der britische Premierminister gerät wegen der Partygate-Affäre zunehmend unter Druck und gleich 4 enge Mitarbeiter von Boris Johnson haben kurz hintereinander gekündigt. Johnsons Privatsekretär Reynolds und Kommunikationschef Doyle erklärten ihren Rücktritt, nachdem bekannt wurde, dass sie in die Feieraffäre stark verwickelt sind. Reynolds hatten mitten im Lockdown im Mai 2020 etwa 100 Mitarbeiter zu einer Gartenparty in Downing Street No. 10 eingeladen. Und auch Stabschef Rosenfield und die Leiterin der Politikabteilung Mirza, sie traten zurück. Ja, ein Wintersturm hat weite Teile der Vereinigten Staaten fest im Griff. Meterhohe Schneemassen türmen sich am Straßenrand, zum Beispiel im Bundesstaat Ohio, auf. Räumungsfahrzeuge sind Tag und Nacht im Einsatz. Es kommt zu zahlreichen Unfällen, wie zum Beispiel hier im Bundesstaat Oklahoma zu sehen. Und auch in Texas herrschen seit Tagen frostige Temperaturen. Zehntausende Haushalte sind ohne Strom und landesweit mussten Schulen geschlossen werden und über 5000 Flüge gestrichen werden. Der Nationale Wetterdienst hat inzwischen für mindestens 25 Bundesstaaten Sturm- und Eiswarnungen herausgegeben. Laut CNN sind mehr als 100 Millionen Menschen von den Winterstürmen betroffen. Die neue Yacht von Jeff Bezos, dem Amazon-Chef, die sorgt in den Niederlanden so richtig für Ärger, denn das Segelboot ist eine wirklich Maßanfertigung, ein gewaltiges Segelschiff und dafür soll nun die historische Brücke in Rotterdam einfach mal abgebaut werden. Aber die Stadt rudert nun dann doch etwas zurück. Wir sehen hier also das Schiff. Gucken Sie sich das mal an. Was für ein Gerät. 430 Millionen Dollar kostet es. Die Masten, die sollen 43 Meter hoch sein. Hier sehen wir die Brücke. Und ja, da können nur Masten mit 40 Meter irgendwie durch. Und jetzt muss diese historische Brücke abgebaut werden. Und da gibt es Riesenstreit, obwohl Bezos und die Werft ja angekündigt haben, sie übernehmen die Kosten. Aber die Niederländer, denen ist das vollkommen egal. Sie sagen, auch für den Milliardär aus Amerika, da darf es keine Extrawürste geben.